Kate Kitchenham kennt sich aus mit allen Fragen rund ums Haustier. Die Verhaltensbiologin ist seit ihrer Kindheit eng mit Hunden verbunden. Ein Leben ohne Tiere, für Kate unvorstellbar. Der Wunsch nach einem tierischen Begleiter ist für viele Menschen eine echte Herzensangelegenheit. Egal für welches Tier Sie sich begeistern, ich zeige Ihnen, worauf Sie unbedingt achten sollten. Denn die alles entscheidende Frage ist, welches Tier passt zu mir? Heute im Haustiercheck. Anja und Christian haben einen speziellen Haustierwunsch. So ein Minischwein wäre doch was. In Berlin träumt Madeleine von Gesellschaft. Damit ich ja nicht mehr alleine bin, wünsche ich mir eine Katze. Und Ursula sucht einen Doppelgänger. Ach, ich wünsche mir einen Hund, der genauso hübsch und so knuffelig ist wie der hier. Heute bin ich in Solingen bei Ursula Wüsthoff. Sie lebt allein und wünscht sich einen Hund. Was genau sie sich vorstellt, das werde ich jetzt herausfinden. Ihr Haus mit großem Garten im Bergischen Land teilt Ursula Wüsthoff mit dem Tibet Terrier, jedenfalls zeitweise. Sie hat Haustierexpertin Kate um Hilfe gebeten. So warm. Hallo Ursula. Ach, hallihallo. Na. Ich werde Uli genannt. Hallo Kate. Guten Tag. Das ist Leo. Der ist ja süß. Ja, das ist mein Pflegekind sozusagen, mein Dog-Sharing-Hund. Okay. Ich vermisse ihn immer, wenn er nicht da ist. Und da ist eben der Wunsch nach einem eigenen Tier schon groß. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rein und du erzählst mir ein bisschen mehr über deinen konkreten Hundewunsch. Gern. Leo, kommst du mit? Also durch Kates Beratung hoffe ich mir natürlich vor allen Dingen, dass sie mir wirklich sagt, welcher Hund jetzt genau zu mir passt, weil ich ja viele Ansprüche an den Hund habe und das ja nicht so einfach ist. Und ich fände es also ganz toll, wenn ich durch ihre Hilfe auf den eigenen Hund käme. Genügend Platz ist da. Und mit ihren Designmöbeln ist Uli nicht empfindlich. Schließlich darf Pflegehund Leo sich hier auch überall frei bewegen. Wie sieht es denn bei dir beruflich aus? Hast du denn Zeit für einen Hund tagsüber? Ja, das ist das große Problem. Mhm. Deswegen müsste ich auch einen erwachsenen Hund haben, der schon Erziehung genossen hat, weil ich bin ja Schauspielerin und ich bin natürlich viel unterwegs im Theater, lange Proben, in Sprecherstudios. Und von daher muss der Hund also auch manchmal lange allein bleiben. Mhm. Und sich gedulden können, das ist eins der ganz, ganz wichtigen Kriterien für mich. Okay, also schon ein Erwachsener erzogen. Ja. Und sonst so vom Wesen? Ja, vom Wesen, also da ist der Leo natürlich total süß. Und deswegen habe ich mich auch so in den Verschossenen verknallt, weil der so unkompliziert ist. Ne? Mhm. Der macht alles mit. Den habe ich im Theater bei den Proben dabei liegen. Der sagt keinen Mucks, die lieben den alle. Mhm. Und so einen Hund brauche ich. Tibet Terrier finde ich gut. Ich finde, das passt auch zu dir. Das ist ein geselliger Hund, ein sportlicher Hund. Mhm. Du hast jetzt natürlich die ganz konkrete Vorstellung von dieser Rasse. Das ist auch super, weil dadurch weißt du genau, was du willst und was zu dir passt. Eine Besonderheit bei den Tibet-Terriern ist ja die Fellpflege. Das weißt du ja sicherlich, ne? Ehrlich gesagt habe ich mich damit noch nicht so wirklich beschäftigt, weil der Leo ist sehr oft geschoren. Mhm. Und ich bürste den zwar ein bisschen, aber... Nicht. Dann würde ich vorschlagen, dann fahren wir mal zu einer Züchterin, die uns zeigt, wie konkret so eine Fellpflege aussieht unter Profis. Also, dass du so ein bisschen eine Ahnung davon bekommst, was da auf dich zukommt. Ich habe das Gefühl, sie hat sich so ein bisschen sehr in Leo verguckt und sucht so ein bisschen nach so einem kleinen Klon. Also so wie Leo sollte der Hund sein. Und es könnte so ein bisschen schwierig werden, da das Richtige oder den richtigen Hund für sie zu finden. Komm rein. Komm rein. Danke. Anja Gerter und Christian Boters wohnen in einer großen Zweizimmerwohnung bei Karlsruhe. Einige Haustiere leben hier bereits. Goldfische und Axolotls, ganz spezielle Molche. Ja, Axolotl ist ja was ziemlich Seltenes, hat nicht jeder, ne? Das hat nicht jeder zu Hause, richtig. Ja. Aber das ist euch wahrscheinlich jetzt nicht genug Action hier. Nee, das ist die Entspannung hier. Das ist die Entspannung und ihr wollt noch ein bisschen was Lebendigeres dazu. Genau. Jetzt, ne? Habt ihr denn schon konkrete Vorstellungen? Ja. Also ich habe eine sehr konkrete Vorstellung. Okay, ich hätte gerne ein kleines Hausschweinchen. Weil Hund kann jeder, Schweinchen finde ich cool. Das nicht jeder hat. Kennt man das ja besonders. Ich kenne gar niemanden, das weiß ich. Außer aus Funk und Fernsehen von George Clooney über andere Leute. Okay. Halten sowas ja tatsächlich zu Hause. Mhm. Dann müsste das hier ja auch möglich sein.
Das können wir uns ja gleich nochmal angucken. Und du, hast du? Ich bin so der Hundefreund. Also ich hätte super gerne einen Hund, schon seit Kind. Mit dem Hausschweinchen müssen wir mal gucken, was du uns dann noch erzählst. Bist du aber nicht ganz abgeneigt. Würdest du auch spannend finden? Ja, ja, klar. Und so die Leidensfähigkeit eurer Möbel, ist euch das egal? Darf das überall hin? Wie sieht das aus hier mit... Gute Frage. Also ich würde gerne natürlich mit meinem Schweinchen dann auf der Couch liegen und mit ihm zusammen Fernsehen gucken, ist grauen oder der Also es darf auf die Couch. Ja. Wie sieht es hier aus? Sind die sehr empfindlich, die Möbel? Ist es schlimm, wenn die ein bisschen leiden? Die sind nicht empfindlich, aber sie sollten nicht leiden unbedingt. Okay, ich sehe auch, ihr habt hier so einen schicken Teppich. Mit dem gewünschten Hausgenossen durchaus eine Herausforderung. Und wo soll das Schweinchen schlafen? Das Schweinchen darf bei uns im Schlafzimmer schlafen. Das würde ich gerne mal sehen. Ja. Gerne, gehen wir. Wie Teppiche und helle Möbel mit dem Wunsch nach einem Hausschwein zusammenpassen, wird sich zeigen. Stubenrein sollte das Tier unbedingt sein. Das zukünftige Schweineklo. Okay. Wir hatten uns das vorgestellt, hier unterm Waschbecken, wo das Schränkchen steht. Mini-Klo für ein Minischwein. Ja, du guckst ein bisschen skeptisch. Ja, ja, ich würde jetzt gerne einmal meine ganzen Eindrücke für euch einmal so zusammenfassen. Vielleicht können wir uns dazu hinsetzen. Couch? Ja. Ich kann euren Wunsch, ein Schwein bei euch einziehen zu lassen, total verstehen, weil das war auch ein Kindheitstraum von mir. Ja. Also ich wollte immer ein Schwein. Meine Eltern haben aber gesagt, nee, geht gar nicht. Ich glaube, aus einem ganz guten Grund. Ja, Anja und Christian haben sich leider ein ganz falsches Bild gemacht davon, wie das wäre, mit einem Schwein in einer Wohnung zu leben. Da sind sie aber nicht die Einzigen. Das ist leider verbreitet durch die Medien, durch Film, Fernsehen. Ganz häufig so, dass Menschen denken, mit so einem Schwein kann man fantastisch zusammenleben wie mit einem Hund. Unsere perfekte Vorstellung von dem Minischwein wäre, das ist ein kleines Schweinchen, das hier rumhopst, sich auch mal gemütlich zu uns auf die Couch legt, hier durch die ganze Wohnung läuft, klein ist. Wenn man Türe aufmacht, dann kommt es dir entgegen. Begrüß dich. In Wirklichkeit würde so ein Schwein in kürzester Zeit die Wohnung hier komplett auseinandernehmen. Die Begeisterung für so eine Tierart sollte ja eigentlich nicht sein, dass es was Besonderes ist, was keiner hat, sondern eigentlich eher so dieses Tier an sich, das man ganz, ganz toll findet. Ja. Und vor allen Dingen auch genau weiß, was so ein Tier eigentlich glücklich macht. Ja. Deswegen wäre das in unserem Fall jetzt einfach am besten, wir fahren mal los, gucken uns eine Schweinefarm an und schauen mal, was so ein Minischwein eigentlich zum Glücklichsein braucht. Kates nächster Fall sieht ganz anders aus. Ich bin heute in Berlin und berate Madeleine Töpfer. Sie hatte viele Jahre einen Hund und wünscht sich jetzt eine Katze. Ich bin gespannt, warum das so ist und wie sie sich das Zusammenleben mit ihr konkret vorstellt. Madeleine Töpfer ist berufstätig und lebt allein. Meine Wunschkatze sollte lebhaft sein, auch verspielt, nicht zu alt, damit ich noch eine Weile Spaß mit ihr habe. Ja, ob Männchen oder Weibchen ist egal. Hauptsache lieb. Die Dreizimmerwohnung bietet einer Katze genügend Platz zum Toben und Spielen. Freigang sollte sie aber nicht bekommen. Der ruhige Innenhof trügt. Es ist natürlich so eine Sache. Es ist hier in der Stadt. Hier sind viele Straßen in der Gegend. Potenzielle Gefahrenquellen überall für so eine Katze. Also es gibt, glaube ich, ziemlich viele Katzen in den Tierheimen, die warten auf ein neues Zuhause und haben bisher nur Wohnungshaltung kennengelernt. Und für solche Katzen, die das bisher nicht anders kennengelernt haben, ist das auch gar kein Problem. Dann ist es tatsächlich wichtig, dass du das hier katzensicher machst. Das heißt, dass die Katze nicht rauskommt und nicht in Gefahr gerät. Ne? Da gehört zum Beispiel zu, dass du dir hier so ein Katzennetz einmal aufspannst. Das sind so ganz engmaschige... Ja, so ein Netz eben halt, das verhindert, dass die Katze raus kann und trotzdem kann sie hier an dem Leben teilhaben. Ne? Kann hier sitzen und alles beobachten. Gut, dann würde ich jetzt gerne einmal drinnen gucken, ob deine Wohnung auch potenziell katzensicher ist. Gut. Du hast ja ziemlich viele Pflanzen hier bei dir stehen, ne? Ja, etwas. Ja, hast einen grünen Daumen. Ein bisschen. Ja, sehr schön. Ich würde mich an deiner Stelle, bevor die Katze hier einzieht, einmal schlau machen, welche Zimmerpflanzen giftig sind. Denn es gibt tatsächlich einige, die giftig sind für Katzen. Okay. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt natürlich manchmal, hier hast du noch so ein Schild, siehst du? Das ist sehr gut. Okay. Da kannst du nämlich selber einmal googeln und gucken, ob diese Pflanze konkret giftig ist. Da gibt es ganz viele Seiten im Internet, die sich damit beschäftigen. Ne? Dann kannst du das gleich feststellen. Ansonsten gibt es einfach Katzen, die, gerade wenn sie Wohnungskatzen sind, aus Langeweile gerne mal hier so ein bisschen spielen, ne? Also gegenhauen. Und vielleicht auch mal anknabbern. So. Okay. Einfach um sicher zu gehen, würde ich das vorher checken. Was ist mit deinem Ledersofa? Ist das, willst du gerne schon? Ne? Dann würde ich dir natürlich einen Kratzbaum bieten. Da gibt es mittlerweile ja richtig schöne, tolle Designerstücke. Und da kann man sie daran locken, indem man zum Beispiel dieses Katzenminze-Spray da so gegensprüht. Kriegst du auch im Fachhandel. Katzenminze ist eine Pflanze, die lieben Katzen.
Die hat so eine berauschende Wirkung, also euphorisierend. Und deswegen suchen sie oft die Nähe dieses Geruches. Auch für die täglichen Bedürfnisse muss gesorgt werden. Hier würde ich jetzt das Katzenklo hinstellen. Ja, du hast auch nach oben hin genug Platz, dass du vielleicht auch ein Katzenklo nehmen kannst mit Deckel. So, gibt's ist das mit dem Geruch? Ja, das ist eben das Schöne. Wenn du es einen Deckel hat, dann ist der Geruch, bleibt da so ein bisschen drin. Okay. Es gibt allerdings Katzen, die das nicht so gerne mögen. Musst du einfach ausprobieren, was für eine Katze du kriegst. Ne? Wichtig ist allerdings, dass du Fressnapf und Trinknapf nicht in der Nähe des Klos hast. Das mögen Katzen gar nicht. Okay. Wo soll sie denn schlafen? Ich denke hier. Okay. Der Korb von Madeleines verstorbenem Hund soll das künftige Katzenbett sein. Eine Katze ist, glaube ich, nicht so begeistert davon, weil es vor allen Dingen nach Hund riecht. Das findet sie natürlich nicht so toll. Und dann ist es auch sehr groß. Also Katzen haben es gern klein und kuschelig. Trotzdem, eine Wohnungskatze ist kein Couch-Potato. Sie will was erleben, also Platz schaffen auf dem Fensterbrett. Auch sonst hat ein Stubentiger dieselben Ansprüche wie ein Freigänger. Ich finde es immer ganz schön, sich mal anzugucken. Ich habe hier mal so ein Filmchen mitgebracht, was Katzen eigentlich so tun, wenn sie nach draußen dürfen, was sie so draußen alles erleben. Ja. Das ist einem ja nicht so ganz klar. Und da habe ich so einen schönen Film gefunden. Katzen sind kleine Raubtiere und perfekt für Klettern und Anschleichen gebaut. So trainieren sie ihre Muskeln, wetzen die Krallen ab und halten ihren Gleichgewichtssinn fit. Katzen wird zwar immer wieder nachgesagt, sie seien Einzelgänger. Hauskatzen können sich aber sehr wohl gut mit Artgenossen, vor allem Geschwistern, verstehen. Diese Jungtiere proben den späteren Kampf ums Revier. Und das spannendste Erlebnis im Katzenalltag? Die Jagd. Alle Sinne sind gefragt. Hören, riechen und sehen führen zur Beute. Jagen liegt jeder Katze im Blut. Und als gute Jägerin hat sie dabei auch Erfolg. Dagegen ist das Leben der Wohnungskatze ja eher eintönig, vor allen Dingen, wenn der Mensch auf der Arbeit ist. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich auch für eine Katze was zu überlegen, wie man sie sinnvoll beschäftigen kann. Okay. Viele Tierschützer sagen, wenn, dann sowieso nur zwei. Okay. So, einfach, weil die sich auch miteinander beschäftigen können. Also zwei, die sich gut kennen, die vertraut sind, die Freunde sind oder eben halt Geschwister sind. Ich könnte mir schon vorstellen, zwei Katzen zu nehmen, dann sind die nicht alleine und können sich zusammen bespaßen, dann, wenn ich nicht da bin. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Beschäftigung ist so eine Sache, die macht ja auch Spaß. Und ich dachte mir, weil du ja bisher einen Hund hattest und vielleicht auch nicht so viele Ideen hast, dass wir mal zu einer Katzenfrau fahren, die genau sich darauf spezialisiert hat. Die okay. hat nämlich sich eine besondere Art der Beschäftigung für ihre Katzen ausgedacht. Zurück im Bergischen Land. Kate und Uli wollen sich über die Fellpflege von Tibet-Terriern informieren. Bei Maika Liebelt sind sie genau an der richtigen Adresse. Sie hält diese Hunderasse seit 15 Jahren und verfügt über viel Erfahrung in der Pflege der Hunde mit dem langen Wuschelhaar. Drei ihrer 7 Tibet-Terrier machen ihren Garten unsicher und freuen sich über den Besuch. Hey. Hallo, komm mal hier. Ja, und der Kleinste ist die frechste anscheinend. Das sind ja ursprünglich ja Wächter, ne, die die Herden bewacht haben in Tibet. Ganz oben auf dem Dach der Welt, also ziemlich harte, robuste Hunde durch dieses extreme klimatische Verhältnisse, die wir dort oben haben. Dadurch haben sie auch ganz viele verschiedene Rassebesonderheiten entwickelt, zum Beispiel die Pfoten. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen Doch, ist. Doch, weiß ich die. Die haben totale Plattpfoten. Ganz, ne? Ja, ganz platt. Weiß ich. Das sind so Pfoten, die sich unebenen Untergründen einfach unheimlich gut anpassen können. Also so felsige Klippen, das macht denen eigentlich nichts aus. Da sind die wie so kleine Bergziegen und laufen da längs, sind unheimlich sicher im Tritt. Mhm. Das kommt durch diese beweglichen Pfoten, mit denen sie ganz sicheren Halt finden überall. Und wenn man mal dieses viele, viele Fell zurückmacht und sich mal den Kopf anguckt, dann sieht man, dass die Augen relativ weit auseinander stehen. Ja. Das ist auch noch so eine Anpassung an das Leben als Hund, der ja eigentlich dazu da war, die Herden zu bewachen. Und dadurch hat er einfach einen ganz schönen Rundumblick. Also dieses Blickfeld eines Tibet-Terriers ist eigentlich recht groß, wenn er nicht gerade die Haare vor den Augen hängen. Ja, ja, klar. Und die Wimpern von den Tibet-Terriern sind extrem lang. Siehst du das? Ja, das finde ich auch ganz bezaubernd, ne? Ja, total ja, ganz schön. Süß. Das ist halt länger auch als unsere, was? Ja, leider. Das hat natürlich auch eine Funktion. Und zwar sollen die so ein bisschen vor den Sandstürmen schützen. Das ist alles noch so Überbleibsel von seiner ursprünglichen Herkunft, eben halt von Tibet, ne?
Also jetzt habe ich mal noch eine Frage zum Charakter. Ich kenne ja nun nur Leo bisher als Tibet-Terrier. Der ist sehr autonom, sehr autark, eine sehr eigenständige Persönlichkeit, würde ich sagen. Sehr friedlich auch. Mhm. Sind die alle so? Naja, also es gibt immer Rasseeigenschaften und dann gibt es Persönlichkeiten natürlich. Und jeder Tibet-Terrier ist anders. Jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Manche schmusen mehr, manche sind ein bisschen zurückhaltender. Generell ist es so, dass die das unheimlich gut drauf haben, uns zu bezirzen und wir ganz schnell gar nicht mehr merken, wer hier eigentlich das Regiment führt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man beim Tibet-Terrier sich davon nicht so sehr einspannen lässt, sondern immer auch darauf achtet, dass man so ein bisschen die Hosen anbehält. Ein wichtiges Rassemerkmal beim Tibet-Terrier ist das lange Fell. Und das muss gepflegt werden. Ein Sandbad ist schön. Doch in die Wohnung soll der Dreck nicht geschleppt werden. Da hilft nur Bürsten. Ach, guck mal, hier kann man das richtig schön sehen. Ja. Ne? Siehst du hier jetzt das lange, glatte Decker? Ne? Das ist dieses lange. Und wenn du es so ein bisschen hoch machst, siehst du da unter so eine schöne Wolle. So. Das ist so dieses Unterfell, das sie hat. Ne? Das ist der Wärmeschutz. Genau, das quasi, ist dann so die Isolationsschicht. Genau, ja. Ja. Aber das Wichtige ist eben halt bei so einem Fell, dass man das regelmäßig bürstet. Denn auch wenn wir jetzt so ein paar Haare an uns haben, durch die Jahreszeit, eigentlich verliert ein Tibet-Terrier sein Fell nicht. Ne? Das bleibt aber dran. Wie oft musst du den bürsten? Also, da würde ich ja denken, jeden Tag eine halbe Stunde, oder? Also, zweimal die Woche reicht. Wirklich? Und wie lange machst du das? Also, eine Stunde. Eine Stunde. Zweimal die Woche eine Stunde? Zweimal die Woche eine Stunde. Ja. Damit hat Uli nicht gerechnet. Und wie das dichte Fell gebürstet werden muss, ist eine Wissenschaft für sich. So, mit der Bürste bürste ich jetzt den ganzen Dreck raus, den sie sich mitgebracht hat vom Spaziergang. Ja. Also hier bilden sich auch überall schon so kleine Sandhäufchen, das muss man auch wissen, ne, Uli? Ja, hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ne, dass er immer ordentlich Souvenirs vom Waldspaziergang mit nach Hause bringt. Und als nächstes ist jetzt die Unterwolle dran. Richtig, aber bevor du die Bürste benutzt, sprühe ich den Hund ein bisschen ein, damit die Haare nicht so fliegen. Mhm. Dann hast du es einfacher beim Bürsten. Okay. Und ein Tibeter wird normalerweise auch im Liegen gekämmt, weil dann kommt man an jede Region dran, die man bürsten dann will. Ich lege sie jetzt einfach mal hin. Ja. Guck mal, sie kennt das alles, ne? Sie kennt das alles. Sie ist echt ganz toll. Eine brave Maus. Oh. Ja, klasse. Ein bisschen eingesprüht und dann geht man. Mit der Bürste einfach. Super. Durchs Fell durch, immer schön gleichmäßig. Ich darf das die Uli auch mal machen? Natürlich. Ja, bitteschön. Gerne. So. Damit du ungefähr weißt, was auf dich zukommt, ne Uli? Ja, also das ist schon ganz anders als beim Leo, muss ich sagen. Ja, da macht ihr nicht so viel Aufwand? Nee, das kenne ich von Leo nicht so. Also wenn ich den bürste, da habe ich erstmal nur eine Bürste. Und wenn ich dann zu einer Stelle komme, wo das Haar so verfilzt ist, also wie so ein kleiner Knoten, dann nehme ich einfach die Schere, mache Schnipp, Schnapp und der Knoten ist weg. Punkt. Ich habe Uli beobachtet, wie sie mit den Hunden hier interagiert hat, wie sie sich verliebt hat in die Rasse. Ich glaube, das kann sie alles nicht abschrecken. Die bleibt bei ihrem Wunsch. Und ich würde wahrscheinlich doch in die Tasche greifen und ab und zu zum Hundesalon gehen. Uli wünscht sich einen erwachsenen Tibet-Terrier. Maika Liebelt hat viele Kontakte und bekommt so immer aktuelle Informationen. Ich weiß, dass hier ganz in der Nähe im Tierheim ein Rüde abgegeben worden ist. Die Besitzerin ist erkrankt, sitzt im Rollstuhl, kann sich nicht mehr um den Jungen kümmern. Der ist jetzt 7 Jahre alt, heißt Charlie und ich kann gerne den Kontakt herstellen, dass man den sich mal anschaut. Ja, das wäre doch toll. Ja, hört sich eine gute an. Hört sich gut an, oder? Ja, ja. Gerne. Mhm. Ob Uli mit Charlie ihren Traumhund finden wird? Wir sind in Berlin. Bagheera und Mowgli leben bei Katzenexpertin Eva Kullmann. Ihre verspielten Kater sind wahre Showtalente. Ich möchte Madeleine heute zeigen, wie man Katzen artgerecht und sinnvoll beschäftigen kann. Deshalb habe ich mich mit ihr bei Eva Kuhlmann verabredet. Sie lebt mit 2 Sturmtigern zusammen und spielt nicht nur sehr kreativ und abwechslungsreich mit ihnen, sondern hat es auch geschafft, über Klickern ihnen viele tolle Kunststücke beizubringen. Na, wo sind Sie denn? Jo. Ja, Mowgli, der Rot-Weiße, liegt dort hinten und Bagheera kommt angelaufen. Besucher sind den beiden zutraulichen Katern immer willkommen. Spielst du viel mit deinen Katzen? Ich spiele eine ganze Menge mit meinen Katzen. Haben die beide ein Lieblingsspielzeug? Ja, aber das sind häufig ganz simple Alltagsgegenstände, die
schieben so einen Federball über den Tisch oder über den Boden oder einen Kugelschreiber oder auch hier das Maßband. Da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Katzen generell lieben einfach alles, was sich bewegt und was vielleicht so ein bisschen wie so eine kleine Maus so raschelnd sich so ruckartig kurz anhalten, wieder weiter sich bewegt. Und das erzeugt ihre Aufmerksamkeit. Dann schleichen, dann ducken sie sich und schleichen sich langsam an und plötzlich geben sie Gas. Und dieses Jagdfieber wollen sie natürlich auch in der Wohnung erleben. Und das ist eben das Schöne, was man so mit sowas wie dem hier gut machen kann, ne? Mit Angeln und Federwedeln bleiben die Katzen fit. Für die Raubtiere ist das Beutespiel ein wichtiges Erlebnis im Alltag, für das Muskeln und Sinne trainiert werden müssen. Wie lange spiele ich mit denen? Einfach so lange, wie du merkst, dass die Katze noch Lust auf Spielen hat. Man sollte aufhören, wenn man merkt, dass die Spannung so verschwindet langsam. Okay. Also so, weißt du, dieses ständig weiterspielen könnte dann irgendwann nerven, so die Katze auch. Mhm. So, ne? Merkst du ihr auch an, sie guckt dann desinteressiert weg zur Seite. Sie geht auch weg. Oder geht einfach weg. Das ist ein blödes Ende für ein Spiel mit Menschen. Ein Spiel mit Menschen sollte immer spannend und aufregend sein. Deswegen würde ich immer, wenn ich merke, so die Spannung lässt nach, ist nicht mehr ganz so aufregend das Spiel, dann aufhören. Und am besten auch dann vielleicht das Spielzeug wirklich auch verschwinden lassen, ne? Ich habe noch eine Geheimwaffe, um die beiden aus ihrer Reserve zu locken. Wir haben hier so einen Laserpointer. Da stehen ganz viele Katzen drauf. Deine auch? Ja. Ja, super. Gefahr ist immer, dass die Katzen da reingucken. Da muss man aufpassen, dass man das auf den Boden wirklich richtet und sie da nicht reingucken lässt. Aber können wir mal kurz ausprobieren bei Mowgli? Das ist natürlich irgendwie spannend für die Katzen, merkst du? So. Ja. Willst du auch mal, Madeleine? Ja, lass mich mal gucken. Genau. Wichtig ist bei solchen Sachen für viele Katzen, dass sie danach so ein kleines Erfolgserlebnis haben. So, dass du dann ihnen irgendwie was hinwirfst, was sie dann fressen können. Man muss auch manchmal aufpassen, dass man das nicht zu doll übertreibt mit dem Laserpointer, weil manche Katzen irre werden, wenn sie immerzu hinter dem Ding hinterherlaufen. Genau. Also auch hier gilt dann eben halt nur ganz maßvoll, kurz. Genau. Und kurze Einheiten und nicht zu häufig. Genau. Jetzt spielst du ja nicht nur sehr viel mit deinen Katzen, sondern du klickerst ja auch mit ihnen. Ne? Genau. Ich glaube, Madeleine, du kennst Klickern noch gar nicht, ne? Weißt nicht, was nur das ist, ne? Ah ja, bei den von Hunden kennst du das. Könntest du uns das mal zeigen mit den Katzen? Na klar, mach mal drüben. Eva Kullmann klickert seit 4 Jahren mit Bagheera und Mowgli. Die Kater beherrschen bereits über 20 Tricks, zum Teil auch richtig schwierige. Ein Pfötchen. Und die andere. Aber du machst das jetzt mit dem Mund, das Klick, ne? Ich mache das mit dem Mund, ja. Man kann das auch mit so einem Klicker machen, den man kaufen kann. Meistens im Hundebedarf übrigens. Es gibt ganz wenig Katzen, extra Katzenklicker. Aber mit 2 Katzen, wenn beide mitmachen würden, dann ist es mit so einem Klicker, wenn man eine Hand immer für den Klicker braucht, einfach zu schwierig. Und deswegen schnalze ich mit der Zunge. Und drehen, 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 drehen. Hier geht es um klassische Konditionierung. Für gewünschtes Verhalten werden die Katzen mit Klickerton und Leckerchen belohnt. Mit der Zeit kann man auf die Leckerchen verzichten. Das Klickern allein reicht schon aus, damit die Katze für das, was sie tut, bestätigt wird und sich wohlfühlt. Das kennen wir auch von uns. Morgens machen wir die Kaffeemaschine an und dann hören wir dieses Geräusch brrr, und dann kriegen wir gleich Lust auf Kaffee. Also auch bei uns, wir sind auch schon konditioniert auf bestimmte Geräusche. Das löst bei uns körperliche Reaktionen aus. Und die Katze lernt, dass in dem Moment, wo dieses Geräusch ertönt, hat sie was richtig gemacht. Und so kann Eva anfangen, den Trick so nach und nach aufzubauen und arbeitet sich so langsam Schritt für Schritt an den Trick heran. Genau. Eva trainiert täglich 2x10 Minuten lang. Die eingesetzten Leckerchen werden von der Tagesration abgezogen, damit die Tiere in Form bleiben. Wichtig ist, dass du nie die Geduld verlierst. Also, dass du da völlig ehrgeizfrei rangehst. Wenn du da rangehst mit so einem Erwartungsdruck, das muss jetzt aber klappen, das merkt die Katze sofort und blockiert. Ich fand das Klickertraining eine tolle Idee, eine Katze zu beschäftigen. Und ich glaube, das kann ich mir auch später vorstellen, meiner Katze beizubringen. Das belebt die Beziehung. Also ist ja klar, wenn wir viel miteinander, wir Menschen auch viel miteinander unternehmen und zusammen was erleben und Erfolgserlebnisse haben, dann wachsen wir als Team zusammen. Dann haben wir uns gern und kennen uns gut. Und du merkst, dass hier eine ganz besondere Kommunikation stattfindet, die man sonst oft gar nicht so hat mit Katzen. So. Das ist einfach, weil die Katzen nicht gefordert und gefördert wurden. Die können eine ganze Menge, da werden sie oft wirklich sehr unterschätzt. Madeleine hat heute richtig viele tolle Anregungen bekommen für das Zusammenleben mit einer Katze. Jetzt muss sie nur noch ihre persönliche Traumkatze finden. Im Berliner Tierheim warten Hunderte von Katzen auf ein neues Zuhause. Mal sehen, ob die richtige für Madeleine dabei sein wird. K
Kate hatte Anja und Christian den Besuch auf einem Schweinehof versprochen. Sie klärt auf, was es mit den sogenannten Minischweinen auf sich hat. Wow, so cool. Die sind doch entzückend, hey? Entzückend groß. Ja, entzückend groß. Boah. Ganz schön großes Haustier. Echt unglaublich. Hätte ich gar nicht gedacht. Nee. Minischweine sind kleinwüchsige Hausschweine. Größer als Ferkel werden sie allemal und bringen bis 100 Kilo auf die Waage. Manuela Weiß und Silke Arnold vom Tierschutzverein Schweinefreunde betreuen die Tiere. Möchtet ihr mal reinkommen? Ja, gerne. Schweinchen. Die stattlichen Minischweine sind vollkommen unbeeindruckt von den Besuchern. Guck mal hier, was ich hier habe. Schau mal. Kommt so. Süß. Na komm. Ja, 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 ja. Super. Wollt ihr auch mal? Ja, gerne. Ja. Passt ein bisschen auf eure Finger auf. Wie heißt der? Das ist Jack. Hey, Fien. Hier draußen finden die Tiere alles, was zu einem Schweineleben gehört. Was ihr hier wahrscheinlich schon seht, ist, es sieht ziemlich nach Kraterlandschaft aus, ne? Wie auf dem Mond. Mhm. Also Schweine arbeiten eigentlich den ganzen Tag mit ihrem Rüssel durch die Erde. Achtet mal drauf, wie sie diese Nase einsetzen. Also es ist wirklich wie so eine Hand, die immer den Boden umgräbt. Also so ein Rüssel, der muss arbeiten. Mhm. Der muss was zu tun bekommen, sonst langweilt er sich und macht Blödsinn. Und was man auch sieht, sie sind enorm verfressen. Ja. Also Futtersuche gehört so zur Hauptbeschäftigung eines Schweines. Ja. Ne? Aber dazu gehört dann natürlich auch Futter auszubuddeln, an Futter zu gelangen, wo man seinen Kopf einsetzen muss, vielleicht an ein Futterstück vor dem Artgenossen zu kommen, also schnell zu sein. Mhm. All das erfordert Intelligenz, aber die sind damit tatsächlich so 10 Stunden am Tag beschäftigt. Man kann sagen, irgendwie solange es hell ist, suchen Schweine Futter. Wo die kräftigen Rüsselnasen im Einsatz sind, herrscht schnell Chaos. Im Freien kein Problem, aber unliebsame Überraschung für so manchen Wohnungsbesitzer. Schweine, die sich langweilen und zu Hause sind, die fangen an, Teppiche aufzurüppeln, die ziehen Tapeten von den Wänden ab. Also die zerlegen Möbelstücke, das wird nicht viel Spaß bringen. Das würde ich mir wirklich noch mal gut überlegen. Ja. Das also jetzt, wo ich die sehe, ich habe immer gedacht, die sind wirklich klein. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Irrglaube, oder? Dass man... Es gibt viel kleinere Exemplare. Mhm. Wir können auch gleich noch mal welche sehen. Okay. Aber das ist eben halt so, die sind so ein kleines Überraschungspaket. Diese Minischweine gibt es ja erst seit 50 Jahren. Ja. Und ja, ab und zu mal schlägt eben dieses Erbe von einfach größeren Vorfahren durch. Und dann hast du plötzlich so ein Riesenvieh. Und das weiß man. Das kann man nie mit 100%iger Gewissheit sagen, wie groß ein Schwein wird. Also das schwankt von 70 bis 250 Kilo am Ende. Ne? Ja, mit Schweinchen hat das nichts zu tun. Mit dem Hausschweinchen. Also wir dachten echt so ganz klein, mit dem man so spazieren gehen kann. Pinselöhrchen. So wie man sich ein Hausschwein eben so ausmalt, ne? Was in der Wohnung passt. Ich kann Ihnen gern, wenn Sie möchte, die Mutter der Herrschaften hier vorführen, ja, gern. Die übrigens als Zuchtschwein für Minischweine gehalten wurde. Okay. Ah, ja. Und da sehen wir dann, was ein Zuchtschwein für Minischweine sein kann. Oh ja, zeigen Sie uns die mal. Ja? Gerne. Schweine sind soziale Tiere, leben in der Natur in Familienverbänden, den Rotten und dürfen daher niemals allein gehalten werden. Oh. Langsam. Okay, ja. Müssen sich noch an uns gewöhnen, ja. So viele und Menschen. Lass mich warten. So, jetzt stellt euch die Mucke vor. Das ist die Mama von den 4 da oben. Ja. Ach Gott. Oh Gott. Das ist die Mucke. Ihr seht daran, jedes Ferkel ist ein Überraschungsei. Ja. Die Mucke ist echt die Zuchtsau für Minischweine. Hinge tut sie, weil sie einen Kreuzbandabriss hat. Ja. Das Hinge ist Gott sei Dank schmerzfrei, allerdings werde ich es nicht mehr wegkriegen. Oh. Ja, okay, also dann muss sie jetzt leben. Ja, leider, leider. Okay. Ist natürlich bei dem großen Schwein, bei dem Gewicht nicht gerade einfach. Ja. Ja, okay. Und das ist jetzt ein Mini-Schwein. Diese Mini-Schweine, alles andere als Mini. Ja. Guck mal, du merkst, ne, die recken den Rüssel so in die Luft, ne, und versuchen, die so zu inhalieren und Duftinformationen zu bekommen, wer wir sind, weil sie uns nicht kennen. Hör auf, du Stengadrine! Nein. Was man hier auch ganz gut hört, ist so die akustische Kommunikation. Ne? Also wie die sich unterhalten richtig. So, ne? Dieses Gegrunze. Ja. Das ist einfach nicht nur Gegrunze, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Laute. Oink, Quiek, Grunzlaute. Insgesamt 20 Stück haben Wissenschaftler herausgefunden mit unterschiedlichen Bedeutungen. Wie zum Beispiel,
ich habe Hunger, aha, oder ey, du bist eine scharfe Braut. Das sind ganz unterschiedliche Laute, die jeweils eben halt zugeordnet werden können, mhm, wenn du die Schweinesprache verstehst. Wenn du sie verstehen, ja, genau. Anja und Christian haben viel über ihr Wunschtier gelernt. Doch das war längst noch nicht alles. Kate und Uli wollen im Tierheim Rheinberg den Tibet-Terrier Charlie kennenlernen. Die Hundebeauftragte Claudia Moog erwartet sie bereits. Ja. Wir kommen wegen Charlie. Ja. Okay, prima, freue ich mich. Dann hole ich den, ja, mal, können wir uns mal ansehen. Sehr schön. Tibet-Terrier Charlie wurde abgegeben. Ein großer Vorteil für seine Vermittlung, da seine Vorgeschichte bekannt ist. Oh, ja, ist der hallo, süß. Oh, wie süß. Oh, da ist er. Sieht ja echt putzig aus. Komm mal runter, genau. Also, hallo, wer bist denn du? Ach, sag Gott, mal. Mein Gott, du bist ja rot, ja. Ein Rotblonder oder was, ne? Tja, oh, du schmeißt mich direkt um. Ey, Charlie. Charlie. Boah, der ist ja riesig, finde ich. Ja, der ist wirklich ganz schön groß. Warum wurde Charlie denn abgegeben? Charlie war 7 Jahre bei seiner Besitzerin. Mhm. Die ist aber leider krank geworden und ist nicht mehr in der Lage, ihm gerecht zu werden. Mhm. Darum hat sie sich dann getrennt von ihm. Und jetzt ist er seit 3 Wochen bei uns. Okay. Ist er ein friedlicher Vertreter, ja, oder hat er Aggressionspotenzial? Nee. Er ist hier, wie gesagt, als er ankam und saß dann in seiner Box, da war er Fremden gegenüber sehr skeptisch. Ich glaube, das mag er nicht so gerne, wenn er so eine Schnauze. Oh ja, siehst du, merkst du, das ist was, was ihm irgendwie nicht so gefällt. Siehst du? Ja, ja, stimmt. Du musst bei ihm einfach generell gucken, er warnt auch vor. Ich habe das ja gesehen, er hat ein paar Mal so ein bisschen leicht die Lefzen angehoben. Er mag es anscheinend nicht, wenn man ihm zu schnell ins Gesicht fasst. Aber ich denke, wenn man ihm Zeit gibt, dass er dich kennenlernt, dann kann das auch schnell umswitchen. Ist er denn ganz gesund? Ja, also wir haben ihn von unserer Tierärztin durchchecken lassen. Mhm. Sein Blutbild war komplett in Ordnung. Was wir festgestellt haben, ist, er hat ein leichtes Herznebengeräusch und ist zurzeit auf Tabletten gesetzt, um zu schauen, ob ihm damit geholfen werden kann. Mhm. Kein Grund zur Beunruhigung, man muss es halt nur beobachten. Wir sollten jetzt einfach mal gucken, dass ihr vielleicht einfach ein bisschen in Kontakt zueinander kommt, dass wir ihn mal ein bisschen laufen lassen, in Aktion sehen. Nachdem Charlie Uli bei der Begrüßung so deutlich sein Missfallen gezeigt hat, bleibt abzuwarten, ob sich die beiden verstehen. Doch Uli möchte sich bei einem Spaziergang Charlie noch einmal behutsamer annähern. Vielleicht brauchen die zwei einfach mehr Zeit, um sich anzufreunden. Hallo Kate, na? Da sind wir wieder. Und hattet ihr einen schönen Spaziergang? Ja, ich bin brav mitgegangen. Aber ich glaube, er ist ziemlich K.O. Er ist kaputt, ne? Ja, er ist ein bisschen kaputt. Ja. Ist nicht viel gewöhnt, habe ich den Eindruck. Oder das Herz. Das kann es oder auch beides sein. Vielleicht beides, ne? Ja. Und was sagt dein Herz? Also ich finde, es ist ein ganz süßer Hund, wirklich. Er ist ein lieber Kerl. Aber ich glaube, es hat nicht gefunkt zwischen uns. Das Gefühl hatte ich aber auch. Hast du also, auch? Ja, ja, klar. Es war natürlich ein bisschen unglücklicher Start. Ja, okay. Aber du bist Hunde erfahren, du hast das nicht persönlich genommen. Nein. Aber trotzdem hat das so ein bisschen, natürlich das Ganze so ein bisschen holprig beginnen lassen. Und dann ist es natürlich auch einfach wirklich eine Sache des Herzens. Es muss der Funke muss überspringen, es muss wirklich diese Liebe auf den ersten Blick sein. Okay, alles klar. Mhm. Dann würde ich sagen, ich recherchiere noch mal ein bisschen. Ja, okay. Setz mich noch mal irgendwie an den Schreibtisch, an den Computer, surf ein bisschen im Internet, guck, was ich so finde und dann treffen wir uns einfach noch mal. Ja, okay. Ja. Und für ihn wünsche ich wirklich, dass er ein ganz liebevolles Zuhause findet, wo er nicht noch mal so ein Trauma erlebt. Ja. Wie jetzt durch den Verlust seines ersten Frauchens. Also die erste Begegnung ist ja sehr unglücklich gelaufen. Das war einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ich glaube, dass sich Uli nicht so richtig von diesem Schrecken erholt hat. Obwohl das der Hund eigentlich verdienen würde. Der wäre, glaube ich, ein guter Begleiter. Aber so richtig die Nähe ist, glaube ich, nicht mehr entstanden zwischen den beiden. Also ich finde die Tibet-Terrier toll. Aber wenn ich jetzt einen anderen Hund sehe, wo es auf Anhieb passt, wo auf Anhieb so dieser Funke überspringt, dieses, boah, beide, und das habe ich ja schon ein paar Mal erlebt in meinem Leben mit Hunden, dann bin ich auch offen für andere Rassen, ganz klar. Hi, Madeleine. Kate und Madeleine wollen bei einem Berliner Tierschutzverein nach einer passenden Katze suchen. Zurzeit warten hier 23 Tiere auf ein neues Zuhause.
Der Verein vermittelt ausschließlich in reine Wohnungshaltung zum Schutz der Katzen. Ines Rousseff kümmert sich um die Vermittlung der Tiere. Das ist einmal unsere hübsche Kiana. Das ist noch eine sehr junge Katze, 2,5 Jahre alt. Anfänglich schüchtern, total verspielt. Und unsere Katinka, das ist unser Kalle, das ist auch ein richtiger Schmuser und auch ganz verspielt. Ines kennt alle Eigenarten ihrer Schützlinge. Am liebsten gibt der Verein die Katzen im Doppelpack ab. Damit ist gewährleistet, dass später keine Langeweile aufkommt. So, jetzt zeige ich euch noch mal ein ganz tolles Katzenpärchen. Oder dir, Madeleine. Und zwar ist das einmal unsere Nala. Das ist ein Katzenmädchen. Würde auch ganz gut, finde ich, vom Alter fassen. Die kannst du richtig streicheln und knuddeln. Die mag das. Nala und ihr Bruder Majet sind 7 Jahre alt und haben immer zusammengelebt. So schüchtern der Kater Fremden gegenüber anfangs ist, umso verschmuster nimmt seine Schwester sofort Kontakt mit Madeleine auf. Na, hier stimmt doch die Chemie, oder? Ja, also dieses sich ranbeugen heißt, das gefällt mir bei dir und du riechst mir auch gut. Mhm. Also ein bisschen wie auch bei Menschen, ne? Nee, auch bei Menschen, ja. Ne? Wenn man muss sich riechen können. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Madeleine hat sich ihren Katzenwunsch wirklich gut überlegt. Und ich habe hier bei den Samtpfoten auch schon gemerkt, dass sie ziemlich schnell zu den Katzen einen ganz guten Draht entwickelt hat. Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass nach einiger Zeit Madeleine hier ihre Traumkatze finden wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass 2 kleine Mietzis zu mir einziehen. Ich muss mir aber noch mal Gedanken drüber machen, welches sein könnten und sie noch mal alleine kennenlernen in aller Ruhe. Und sicher zieht bald ein Katzenpaar von Samtpfoten-Neukölln in ein schönes Zuhause bei Madeleine. Kate hat für Uli viele Tierheime und Pflegestellen von Tierschutzvereinen auf der Suche nach einem passenden Hund kontaktiert. Schließlich ist sie bei Kerstin Courteau von der Yorkshire Terrier Hilfe fündig geworden. Klasse. Das ist die Hölle. Ursula wünscht sich ja einen Hund, der wuschelig ist und klein ist, lieb ist, auch alleine bleiben kann. Und bei meinen Recherchen bin ich auf Holly gestoßen. Holly wohnt noch bei Kerstin bei der Yorkshire Terrier Hilfe und sucht dringend ein neues Zuhause. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob der Funke zwischen Uli und Holly vielleicht überspringt. Holly stammt aus Spanien und wurde dort in erbärmlichem Zustand gefunden. Inzwischen ist sie topfit. Hallo Uli. Ach, hallo Kate. Na, ich habe dir jemanden mitgebracht. Wen hast du denn da mitgebracht? Ja, das ist Holly. Oh, wer ist das denn? Hallo Holly. Ich bin die Holly. Wer bist du denn? Hä? Ja, das ist eine kleine Überraschung für dich. Aber ja, ich hatte dir ja versprochen, ich suche noch ein bisschen weiter. Ja. Und dabei bin ich auf Holly gestoßen. Holly ist so Havaneser, Bolonka, Zwettner-Mischling. Genau, wissen wir das nicht, ist ein Fundhund und die wollte ich dir einfach mal vorstellen, weil die finde ich ganz reizend. Okay, dann kommt mal rein in die gute Stube. Vielleicht hat Holly Glück und findet hier bei Uli ein neues Zuhause. Sie ist aber, so wie sie wirkt, so ein ganz kuscheliger, offener Hund, ne? Ja, sie ist also sehr menschenbezogen. Mhm. Sie liebt es zu kuscheln, gestreichelt zu werden. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ja. Wie alt ist sie denn? Ja, die Holly wird geschätzt auf 2 Jahre. 2? Mhm. Mhm. Also genau. Noch ein junges Mädchen, noch ein ja. Teenager-Alter oder so. Und muss sie noch viel lernen oder ist sie schon so ganz gut erzogen? So ein bisschen Grundgehorsam ist schon vorhanden auf jeden Fall. Sie ist stubenrein, sie fährt super toll im Auto mit. Was man ein bisschen mit ihr üben müsste, wäre jetzt zum Beispiel noch so das Kämmen oder das Bürsten. Das klappt auch schon ganz gut. Ach, guck mal, jetzt guckt sie sich die Wohnung an. Da geht sie direkt schon. Ja, sie schaut mal hier. Das nennt man Erkundungsverhalten. Das heißt, sie läuft rum, guckt sich an, aha, hier ist das, da ist das. Kommt immer mal wieder kurz zurück zu ihrer sicheren Basis. Das ist jetzt hier bei euch. Und dann ist sie wieder unterwegs. Also das ist auch ein Zeichen für einen Hund. So dieses neugierige, offene Wesen zeigt immer bei Hunden, dass sie auch noch sehr lernfreudig sind. Dass sie noch ganz viel lernen können. Aber ich glaube, was jetzt ganz schön wäre, wenn ihr mal ein bisschen euch so alleine bewegen könntet. Können die beiden eigentlich mal so zusammen in den Garten gehen? Ja, natürlich, gerne. Ah ja. Auf jeden Fall. Okay, dann probieren wir das mal. Ja, ne? Holly und Uli gehen auf Tuchfühlung. Die spanische Hündin ist auf Mittelmeerkrankheiten getestet, geimpft, gechippt und kastriert und könnte somit sofort bei Uli einziehen.
Na, Uli, was sagst du zu Holly? Ja, ist eine ganz süße, auf jeden Fall. Wirklich total goldig. Trotzdem muss ich sagen, vom Gefühl her einfach, ist es nicht mein Hund. Das war anders bei meinen anderen Hunden, wenn ich die gesehen habe. Auch bei Leo. Das war sofort. Stimmte einfach die Chemie. Und da war eine Liebe. Und das kann natürlich aber auch ein Punkt sein im Moment, dass ich doch so fixiert bin auf den Leo, obwohl es ja nur mein Leihhund ist. Aber weil ich den so toll finde und dass ich so verliebt in ihn bin, dass ich im Moment fast blockiert bin. Aber das habe ich nicht gewusst. Das ist ja auch eine tolle Erkenntnis. Ich meine, weißt du, so von daher hat das ja durchaus Sinn gemacht, dass wir uns hier getroffen haben. Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass bei dir nämlich auch. Du hast so ganz konkrete Vorstellungen, wie dein Traumhund aussehen soll. Und eigentlich ist es Leo. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Erfahrung für Uli. Die hat sich ja nach dem Hund gesehnt, nach dem eigenen Hund, hat aber jetzt durch die Beratung gemerkt, dass sie gar nicht offen ist dafür. Ich werde dieses Dogsharing, so wie ich es im Moment betreibe, die nächsten Jahre fortsetzen und gar nicht mehr jetzt nach einem eigenen Hund schauen, sondern mit der Situation, so wie sie ist, zufrieden sein. Für Uli hat sich Kates Beratung gelohnt, da sie mit ihrer Hilfe Klarheit über den eigenen Hundewunsch gewonnen hat. Zurück auf dem Schweineschutzhof bei Worms. Anja und Christian haben viel darüber erfahren, was es mit den sogenannten Minischweinen auf sich hat. Noch eines muss jeder wissen, der Schweine halten will. Es ist ja ein Nutztier und kein Haustier wie der Hund oder die Katze. Okay. Und dadurch fällt es unter die Schweinehygieneverordnung. Die wurde geschaffen, um Seuchen einzudämmen. Also, das habt ihr ja bestimmt schon gehört von der Schweinepest und so weiter. Ja, das heißt, wenn man ein Schwein hat, muss man richtig einen Antrag stellen beim Veterinäramt für diese Schweinehaltung. Schweinehygienehaltungsverordnung. Ja. Die Vorschriften sind streng. Die Anmeldung bei der Tierseuchenkasse und dem Veterinäramt ist Pflicht. Spaziergänge im Freien an der Leine sind nicht erlaubt, denn Schweine müssen immer eingezäunt gehalten werden und brauchen deshalb vor allem eines, viel Platz. Wie groß sollte so ein Auslauf sein für Schweine? Was Quadratmeterzahl, gibt es da irgendwie so eine Richtlinie? Man geht davon aus, ein Minischwein braucht 200 Quadratmeter. Da nicht alleine gehalten werden kann, sind es 400 Quadratmeter Minimum. Okay, das ist eine Menge. Wenn ich sehe, wie viel Arbeit und Liebe hier drin steckt, brauche ich ganz ehrlich gesagt kein Hausschwein, weil das kann ich ihm momentan nicht bieten. Ich glaube, Sie haben erkannt, dass ein Schwein in der Wohnung eher keine so gute Idee ist. Ein Schwein braucht Boden zum Wühlen und Artgenossen zum Spielen. Deshalb werden wir jetzt gezielt weitergucken. Da war ja noch der Wunsch mit dem Hund. Und da werden wir jetzt mal weiter bohren. Ob Anja und Christian den richtigen Vierbeiner finden werden, sehen Sie nächste Woche bei Der Haustiercheck. Außerdem eine junge Frau mit sehnlichem Katzenwunsch. Doch ihr Vater ist skeptisch. Ja, süß sind die, ich meine, das ist klar, aber der Dreieck und die Verantwortung und alles. Und Haustierexpertin Kate Kitchenham prüft, ob ein Mops die richtige Hunderasse für Tanja ist. I know you're my bestest friend.